doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Einen wunderschönen guten Morgen aus Los Angeles. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem LA Vlog. Also, bei uns ist es gerade 9 Uhr. Das heißt, bei euch ist es 19 Uhr. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Vlogs mitbekommen, die die Jungs gedreht haben. Wenn nicht, checkt Eli seinen Vlog ab. Checkt Rohat seinen Vlog ab. Heute bin ich dran mit Vloggen. Das heißt, today I do my shit. Wir haben ja so einen kleinen Plan, dass jeder von uns jeden Tag irgendwo Content hochlädt. Beziehungsweise wir sind wirklich, wirklich sehr krass am Machen. Heute bin ich dran. Wir gehen heute zu Disneyland. Und die anderen machen auch irgendwas. In diesem Sinne, lasst ein Like da. Kommentiert dieses Video. Ist immer cool, wenn wir Feedback bekommen, wie es ihr findet. Was ihr geil fandet, was nicht so geil. Abonniert und liked, ja. So, in diesem Sinne, los geht's. Los geht's. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Good morning, guys. Good morning. Happy Thanksgiving, guys. Happy Thanksgiving. Don't worry. Here. Go. Happy Thanksgiving. What's up? Ich sehe aus, das sieht so heftig aus, als ich habe. Hi Melle. Melle ist hier. Melle ist in Deutschland und bei Melle ist 19 Uhr. 18:36. Und bei uns ist 9:37. Das heißt, hier treffen zwei Welten, Parallelwelten aufeinander. Hier ist es erst 9:30. Der sieht einen Ball, sagt, film mal kurz die Magie. Und jetzt kommt Scheiße raus. Na, und ja, hier. Ja. Und weg. Ja, das war so schlecht. Was Eli auch gestern, oder ich weiß nicht an welchem, wo wir im Flieger saßen, das war so uncool. Da macht Neymar einen Pass. Weißt du, was er da manchmal so zu mir sagt? Hätte ich auch gespielt. Den hätte ich auch gespielt. So, wenn Neymar einen guten Pass macht, so. Also, kurzer Plan. Wir gehen jetzt was zum Essen holen. Ich und Sydney machen das Ganze. Sydney wird erklären, warum. Weil Sydney schon mal da war. He's the guide. He's our man from LA, you know. That's my. Wir waren gestern ja bei Walmart und ich wollte unbedingt eine Musikbox und unbedingt ein Mikro dazu. Warum? That shit sound hard, man, yeah? Das heißt, wir haben jetzt ein Mikro, wir können jederzeit Musik machen, rappen, ihr wisst, was der Freestyle ist. Deswegen knall ich jetzt mal für euch einen fucking Beat rein. Yo! Was geht? Wu-Tang, Wu-Tang! Dr. Maschine, ich bin gestorben! Astakäpt, nimm die Heimpfoten! Rohr, du kleiner Wichser! Sydney ist raus am Schlafen, aber sind wir in L.A. ist er wach! Wir sind aus Deutschland! Was geht auch aus Deutschland? Ich bin wieder da! DJ Bunny am Mic und bin wieder, alles klar! That's our car? What's up, man? Eli? Sydney, and that shit is not happening, yeah? I'm a Best Buy West Hollywood. Okay, got you. Also für alle, wir lesen immer Kommentare und wir lieben es, wenn coole und lustige Kommentare da sind. Und diesmal handelt es um diesen Mann. Was ist gewesen, Digga? Rohat, hier, Karl Müller, roter Tanzautomat, sieht aus wie einer bei der Reha, der wieder lernt zu laufen. Respektlos. Guck mal,
LAN-Cable? Voll gutes Englisch. Danke. Ich habe das Ganze auf Video. Hey, war gut gemacht, ja, von mir. Du carryst so krass. Die übertreibt immer so geisteskrank. Yeah, yeah, ich hab gar nicht so Schiss. Yeah, yeah. Sag bitte ehrlich. Ist gut. Komm zurecht. Ja. Ja. Du kommst schlau im Leben. Nein, reden. Ja. Ich würde in Französisch, in Frankreich zurechtkommen. Damit ja, das reicht. Come on. Ja, wir verlegen das Haus. Mann. Warte mal, bevor wir brauchen wir noch mehr Zweckdose? Ja, Mann. Ich habe ein Telefonat mit Andi. Andi, Trainer. Morgen Spiel Delay Sports. Fritz und ich sind nicht da. Wenn wir aufstehen, will ich 3 Punkte auf dem Konto haben. Wird das schwer. 16-12. Aber mit unserer Truppe auch morgen, wir sind ja nicht da. Das müsste auch ausreichen, oder? Nee, verlieren. Wir haben gestern Abend, ich weiß nicht, um 23 Uhr Essen bestellt. Sydney ist als erstes, hat er eine Flasche kaputt gemacht, dann ist er die Treppen runtergefallen. Dann hat er Essen bestellt und alles von dem ist nicht angekommen. Und jetzt schaue ich nicht richtig. Hier ist unser Essen, Digga. Er hatte keinen Auftrag nach 22 Uhr. Ja, also ab 22 Uhr war Sydney nutzlos. Stand einfach die ganze Nacht über da, ne? Ja, so. Der will das jetzt einem anbieten, passt auf. Sydney. Ich war da schon oben drauf. So, wir sind jetzt auf dem Hollywood Boulevard. Hey, Willi zum ersten Mal. Surreal. Wirklich surreal. Ich kenne das alles nur aus Filmen. Wird da ein Film gedreht, Sydney? Ja. Nee. Oh nein, wir kommen nicht durch, weil da ein Film gedreht wird. Und hier ist die Startbank. Spider-Man. Nein! Hier ist wieder die Highschool und das ist dann gleich In-N-Out. Boah, ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt in irgendeinem Bowl-Laden. Ich habe keine Ahnung, aber es ist geisteskrank gesund. Das sieht hier aus. Ich weiß nicht, wer das fühlt. Ja, Sydney. Oh, ich habe drauf gehalten. Wisst ihr, wie das aussieht? Als ob hier irgendein Apple Store wäre und die Leute hier ganz Großes erfinden. Schaut euch das mal an. Wir sitzen jetzt, wir sind auch Teil von den Leuten hier. Wir brauchen noch einen Laptop. Ja. Wie steil diese Straße ist. Sydney zeigt mir gerade so den Spot hier. Er wollte ein Bild mit dem Kobe mitnehmen. Das ist ein Graffiti oder Gemälde von Kobe an der Wand. Das werdet ihr dann jetzt mal so cool eingeblendet bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so ein paar Leute kennengelernt und die dann immer so zum Beispiel sagen, was wir machen müssen. Sydney antwortet, dann redet dann immer mit denen und so, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist von Drake. Ja. Also, ja, aber nur Samstags und Donnerstag. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so crazy. Also, das ist surreal in meinen Augen, dass ich hier stehe. Da ist Kim K. Wir haben das Essen, es geht zurück zur Villa. Eli und Roat sind gerade live gegangen auf Twitch, falls ihr das noch nicht mitbekommt. Check gerne. Nein. Ja, bleib block. Da ist unser Auto. Das sieht so riesig aus. Das sieht doch aus wie das von der anderen. Ja. Nein. Die anderen, da stand so GMC vorne drauf. Ja, yeah, we got this. So sehen wir aus, wenn wir rumfahren. So, wir sind zurück. Da unten wird gestreamt. Eli streamt. Da kommt gerade Sydney. Da ist Roat. Check das ab. Eli! Abo da lassen, Like da lassen. Schön gesagt, mein Bruder Herz. Ich hab eine gute Idee. Ich finde jeder einen Live-Auftritt und die anderen und der Chat bewertet. Und, das und wir machen die Jury und dann geben wir ein Feedback. Ja, genau. Cool, man muss reinkommen. Meine ich doch. Ja. Ach so, das meinst du. Okay, ja, okay. Okay. Da würde ich sagen, herzlich willkommen zur ersten Show von LASDS. In der Jury haben wir Niklas Wilson, jahrelang Musik erfahren, hat schon einige Tracks rausgebracht, bald kommt seine erste EP, könnt ihr gerne abchecken. Dann haben wir Roat, inoffizieller Musikexperte, weiß ich nicht. Der erste Gast, Elias Nerdich, kann gerne runterkommen. Hey! Elias Nerdich, kommen Sie bitte runter! Hi. Also ich freue mich hier zu sein. Ich bin Elias Nerlich, ich bin 24 Jahre alt, wohne in Berlin und arbeite als Streamer. Setz das Song bei Eli. Everybody knows my name now. Something about this day feels strange. And the bug is not the same. Now, nichts ist wie früher. Feels like all the lives have changed. Change. But if I had it all, got nobody to call. Baby, when you know me, know me, know me, know me. Man,
baby, that's the price you pay. Okay. Man hat aus der Stimme auch rausgehört, ne? Wie schwer alles früher war. Elias, sorry, dass ich unterbreche. Es erinnert mich an Tagen, wo ich tatsächlich auch selber alleine war. Hi. Ich bin der Niklas, 24, geboren in Deutschland. Hab eine Zeit lang in Nürnberg gelebt, jetzt bin ich in Mannheim. Ich liebe die Musik, ich liebe den Vibe, ich liebe die Sonne, ich liebe das Leben. Ja, deswegen bin ich hier. Du warst richtig eins mit dem Song, man hat es gemerkt, wie der Song dich trifft, was du fühlst, wie du es rüberbringst. 20 Jahre alt, komm aus Schleswig-Holstein. So long we smoke, we sleep, we just have fun, we don't care who sees. Keep on your money, keep it playing for these songs. I'm on the chase, Chevy, it's getting kind of heavy, irrelevant. That's it. I'm 24 years old. I'm from Berlin. A love letter came to the mail. It said I miss you. I ripped it up and flushed with the tissue. Try to forget you. I ain't got nothing against you. We're human. I'm the reason they won't rap now. See me out in traffic. Make a header. Put his head down. The biggest OG salute me. And Silas can't even stop me to ride. Okay. Wenn du kappen willst, alles gut. Ich bin unglaublich überrascht. So, Freunde, wir haben jetzt hier gerade aufgenommen, ein Stream. Wir sind Hustler, gestreamt. Keine Ahnung, 3 Stunden ungefähr. Wir gehen jetzt offline. Wir haben gerade Chatsfragen-Video gemacht. Highlights seht ihr bei mir auf dem Kanal. Und guckt es euch an. We got a winner! Ladies and gentlemen, he's from South Carolina, 90 pounds. Sidney Frieder! Ihr habt es gesehen, wir haben gerade gestreamt. Ihr kriegt jetzt ein paar coole Highlights reingeschnitten. Los Angeles sucht den Superstar. Komm, Kinder, Abfahrt. Komm, Sid. Yeah, look at Eli. He got the... Yes, sir. Wir sehen aus, als wenn wir Rob... Cool. Das ist ja richtig cool. Hey, Rodo. GG. Oh, shit. Send me that. I need that. Mason Francis, man. That's the best cologne I ever had. My man has it right here. Baccarat Rouge, er meinte, ich hab's. Und das merkt ihr langsam, die Qualität von dem. It's expensive too. It's expensive. Yeah, it's very expensive. I just bought it in New York. It's expensive, but worth it. Kein Disrespect, aber die Kreativität bzw. die Inneneinrichtung oder die Location in Läden in Amerika ist viel, viel, viel krasser. Also ich übertreibe vielleicht, aber was sind das für Stores? Guck dich das mal an. Haben wir nicht sogar letztes Mal hier Sachen gekauft? Ja. Ist der gut? Hab ich nie getragen. Das gibt's nicht. Okay, und jetzt drücken wir. Los, lass mal auf der Höhe. Oh mein Gott! Das ist eine richtig schnelle Brille. Ja, Zecker? Ja. Guck mal, wie der aussieht. Das ist geisteskrank. Die hätte ich mir fast einfach bestellt, ne? Einfach, weil ich unbedingt wollte. Ich habe die noch nie anprobiert. Nee. Nee? Das ist so weit. Was sagst du? Ehrliches Feedback? Ich finde das Ding in der Mitte sehr komisch. Also ich finde, das passt nicht irgendwie zum Stil. I thank you. It's a Reaper and it's a hat. That's Reaper? Aha. Okay. Jegliche Erwartung nicht erfüllt. Ich habe hier ein Toastbrot bekommen mit einem Chicken drauf. Nee. Willst du Pommes? Ich hab dieses Menü. Achso. Ich esse nicht dieses Hot Spice. Genau. Also, die haben was unterschrieben dafür. Mhm. Digga, ich sag das. Also, wenn das alles über 1 Million Scoville, fickt euch. Das heißt was? Das ist. Also, das ist schon schlimm. Also. Ja.
Digga, ich hatte bei 2 Millionen. Das ist ein Habanero. Und eine Habanero hat Digga, ich hab mal 2 Millionen Skubier genommen. Ab wann muss man denn unterschreiben? Ich weiß nicht. Ja, gleichzeitig. Oh. Er hat O gesagt. Digga, welche cool. Gleichzeitig. Ey, er hat reingehauen. Jalla. Nein, das ist noch dreckig. Ey, komm mal, mach. Digga, also das ist geisteskrank. Die essen das Ding ja auch noch auf. Wir sind gerade in einem Store. Wartet mal. Das ist der Store. Ihr habt ja alle Schuhe. Und ich weiß nicht, für alle. Und hört mal die Musik wieder. Ey, Roat, die Musik. Ey, man kann hier einfach ganz normale Air Force kaufen. Ich weiß nicht, für die Leute, die sich in letzter Zeit Air Force holen wollen. Es ist extrem schwer. Und der Schuh kostet $110. We got a new pair of Air Force One. Yeah. Hast du dir auch welche geholt? Ja, $110. Ah, falls jemand das von Nike sieht, ihr könnt mir gerne einen Deal geben. Ich auch, hier, Jacks on the Stripes. Ja, ja, ja. Also, falls ihr. Bei mir kann sich Puma melden. Also, Nike. Call me, you got me. Nicht viel. Ich glaube, ich schaff's. No cap. Nito. Wir haben gerade mit unserem Kontaktmann in L.A. geschrieben und wir wollten ins Nobu. Ich weiß nicht, wer das Nobu kennt, aber es soll richtig gut sein. Und da steht, die haben einen Monat Wartezeit. Also du kommst auf eine Wartezeit. Liste. Die Frage ist, was kriege ich in diesem Restaurant, was wird mir geboten? Ich habe noch ein Nobu hier, weil ich habe jetzt noch ein T-Shirt mir geholt von Supreme. Mal sehen, mein erstes Supreme-T-Shirt. Jetzt am Walk of Fame. Ja, das Billy erste Mal. Billy zum ersten Mal. Ja. Ich weiß nicht, aber kann mir einer in den Kommentaren erklären, was und also was muss ich gemacht haben, um einen Stern zu bekommen? Oh mein Gott, guck mal, ich dachte gerade, jetzt no more, okay. Zac Efron. He say he looks like Zac Efron. What do you say? Kind of. No. Is Kobe. Yeah. Natürlich nicht, Eli, du siehst nicht so aus. Bisschen sehe ich so aus, ja. Ich glaube, das ist ein Kino. Für mich ist das alles so surreal, das hier mal zu sehen alles. Das ist so verrückt. Ich lese die ganze Zeit am Boden so Sachen. Wer ist da? Dick Powell, da ist ein Schwanz. Oh, ich hab gedacht, das ist ein cooler. Wisst ihr, wie cool das ist? Also korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber Muhammad Ali ist nicht auf dem Boden der Einzige wegen seiner Religion, weil er nicht möchte, dass jemand auf seinen Namen tretet, auch von den Propheten. Cool, dass ich das auch weiß. Hat der da eine Schlange um den Hals? Und willst du mir sagen, die ist echt? Er hat einfach eine Schlange. Oh! Ja, auf TikTok. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist Michael Jordan. Ich habe ihn schon so oft auf TikTok gesehen, wie cool. MJ! Okay. What actually happened here? Something is going on in the Pokémon Go World. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir chillen jetzt und danach gehen wir essen. Ich suche gerade den Schlüssel. Bart hat sich einfach Fake Air Force geholt. Digga, das erkenne ich doch schon an der Sohle. Ey, Jungs, ich habe mir Air Force geholt. Okay, zeig mal. Digga, was haben die mit dir gemacht? Guck mal, da steht Fresh drin. Doch. Was? Was ist das für eine Sohle? Digga, ey, Junge, willst du... Digga, Junge, allein, dass du mir dumm? Die Frage... Das ist so Nike. Ja, allein, dass du mir die Frage stellst, ob der Schuh... Das hier muss da drin sein. Ja. Das muss da sein. Digga, allein die Frage, ob der gefaked ist, ist Respekt. Aber das merkt ja keiner. Zieh den einfach an. Ja, zieh an. Bro, take it. Ich hab doch schon. Weißt du, wie viel ich dafür bezahlt habe? 180. 180, danke. Wie viel Ja. Mach mal Kissen weg. Nein. Wenn du das reinschneidest, muss man den Schwanz zeigen, dann ist kein Haarplatz. Du hast irgendwie. Du bist nicht gesund. Also ehrlich. Also Retalk glaube ich auch. Also nee, der hat irgendwas. Irgendwas ja. Ist das. Das solche Kreuz. Also, das solche das Kreuz von. Nein, das solche Kreuz von dir kommt, finde ich krank. Nee, warte mal, das Mindeste, was er hat, ist ADHS. Ja, das hat er. Aber du. Ich bin den ganzen Urlaub voll normal. Nein, du hast. Er hat doch so. Die 5 Minuten, wo er so. Partie und so teilweise. Wer ist Sydney? Warum? Es kommt auch an, was für Punkte. Es geht um jetzt.
Digga, der hat gerade einfach so Affengeräusche gemacht. Und er meinte, ich kann nichts dafür, wie ich dann von den Affen war. Und dann macht so eure Hundebellen nach und Schafe und so eine Scheiße. Ja. Wir saßen die da 10 Minuten rum, jeder am Handy, da waren wir langweilig. Das ist ja dumm. Das ist legitim. Du hast eine psychische Erkrankung und du bist ein Lymphoman, du Digga, das hört sich krasser an, wirklich. So, Eli und Roat gehen jetzt in die Mitte. Ich und Sydney stehen dann dahinter. Und dann geht das Kissen von Sydney weg. Falls ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Das wird richtig, richtig geil. Bei Roat ist schon die zweite Runde, wie der läuft. Guck mal, wie der läuft. Also ganz kurz, ein Call von mir, Eli, glaubt mir nicht. Wenn euch ein Hai angreift, aufs Auge hauen. Digga, guck's dir bitte an. Guck's dir an, du kannst nicht da wegfahren. Ein Haie schwimmen bis zu 60 Meter. Ich will nicht wegschwimmen, aber wenn er mich gebissen hat, dann aufs Auge hauen. Digga. Dann lässt er los. 60 Meter pro Sekunde. Ich glaube, Junge, der Haie speist einfach so. Da kannst du nicht dein Auge finden. Wie schnell, ich gucke jetzt, wie schnell Haie. Auf den Kopf bitte, ey. Auge. Pro Stunde. 60 km/h. Ja. Das meine ich. Komm, Eli. Mann, Digga, ich will nicht. 3, 2, 1, Action. So, wir gehen jetzt was essen. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Catch soll aber einer der besten Läden in Los Angeles sein. Sydney macht eine Essensbewertung. Wir testen das Restaurant. Es wurde uns empfohlen. Es gab bis jetzt immer nur Positives über dieses Restaurant, was wir gelesen haben, was wir gehört haben. Und die Leute, die es geschrieben haben, haben gesagt, man muss dahin. Deswegen werden wir da jetzt essen gehen. Ich werde euch mitnehmen. Und der Rest, ja, der ist Geschichte. Oh, Roat hat seine Fake Air Force an. Oh. Yeah, I got you, my man. So, wir sind auf dem Weg ins Restaurant. Auf jeden Fall ganz verrückte Autos haben davor geparkt. Mach dein Ding. Wir sind im Restaurant. Erwartungen, Eli? Schon hoch, muss ich sagen. Roat? Wir waren schon mal hier, oder? Nicht hier, ne? Das ist neue Abana oder Kette. Wenn die hier schon viel zahlen, also bei, ich esse nie für viel Geld so, ne? Und wenn ich für viel Geld esse, dann erwarte ich schon extrem viel. Schön gesagt, mein Bruder. Aber am besten schmeckt es zu Hause bei Mama. Mein Bruder. Also ich sage, das ist besser, diese Bildeffekte füllen das. Warte, ich möchte ganz kurz was ansprechen. Die Brille, ist es das? Ja. Ist es das? Ja. Was ist besser bearbeitet? Ich muss beide Helligkeit runtermachen. Für alle, ich filme das Essen nicht so viel, weil Sydney macht eine extra Reaction bzw. eine extra Bewertung. Ja, man merkt schon, da ist ganz viel Feingeschmack dabei. Schaut euch das an. Das soll einer der besten Restaurants in LA sein. Leute, Eli hat gerade was unterschrieben. Das heißt, eine neue Firma ist angekommen. Digga, ich muss hier einen Vertrag unterzeichnen. Ja. Was es sein wird, wird in den nächsten Vlogs kommen. So, Freunde, das war der Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war wirklich ein sehr cooler Tag. Ich glaube auch allgemein, die Sachen, die wir hier gerade in LA machen, kommen ganz gut an. Mir macht es unglaublich Spaß. Ich spreche jetzt auch mal für die anderen. Ich glaube, den anderen macht es auch unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr mindestens oder wir euch gewissermaßen ein paar coole Einblicke gewähren können, dass wir euch ein bisschen ablenken, ein bisschen was zurückgeben, wie ihr uns supportet. Deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und wer es noch nicht gemacht hat, like dieses Video, kommentiert dieses Video und abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, mein Outro. Also. Und es geht 1-1-2. Mr. Nice Guy ist so High School Musical American Pie. Geh mal in die Gruppe, Roat. Wo hast du denn hingekackt? Guck mal noch, das hat gespritzt.